Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, der Hacki hier. Willkommen zur 5. Folge vom Quatschkalender. Ihr seid zwar alle noch besoffen vom Tag des deutschen Bieres und feiert noch schön den Geburtstag vom Gameboy, aber es gibt wieder richtig bescheuerte neue Feiertage. Und los geht es am 28. April. Hier findet der Küss deinen Partnertag statt, der dafür da ist, seinen Lebenspartner mit ganz vielen supersüßen Küssen zu verwöhnen. Mal ganz ohne Scheiß, welche verzweifelte arme Seele hat sich denn den Dreck ausgedacht? Ein geplanter Tag zum Knutschen? Klingt so wie, oh Mann, ich darf nicht mehr ran, vielleicht erfinde ich lieber einen Feiertag, damit ich wieder etwas körperliche Wärme bekomme. Erbärmliches Stück Sch. Am 29. April ist der Welttag des Tanzes, den es seit 1982 gibt. Hier wird alles gefeiert, was auch nur ansatzweise mit Tanzen zu tun hat. Ob das jetzt Hip-Hop, Standard und Lateinamerikanisch, Breakdance oder Gangnam-Style ist. Coole Aktion auf jeden Fall, denn egal welche Musik man hört, man kann sich auf alles irgendwie bewegen. Und wenn's im Moshpit auf dem Metal-Konzert ist. Jetzt tänzeln wir mal ganz locker flockig rüber zum 30. April und hier ist, kein Scheiß, der Ehrentag der Frisuren. Diesen Tag gibt es zur Anerkennung an alle tollen Haarkunstwerke und die Friseure, die diese gemacht haben. Naja, aber über das Thema will ich jetzt nicht weiter reden. Das ist mir wirklich zu haarig. Oh Gott, war das flach. Das war ja flacher als flach. Ich erbärmliches Stück Sch. Der April ist vorbei und wir sind mit unseren Groovy-Frisuren alle reingetanzt in den 1. Mai, den Mai-Feiertag. Das ist der Tag, an dem der Maibaum aufgestellt wird. Außerdem ist zugleich der Tag der Arbeit. Und hier hat ganz Deutschland arbeits- und schulfrei. Klingt logisch, Tag der Arbeit ist arbeitsfrei. Bevor ich euch jetzt was über die nordamerikanische Arbeiterbewegung, Generalstreiks, der Einführung als gesetzlicher Feiertag durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 erzähle, übrigens sind die Nazis ein erbärmlicher Haufen Sch**, gehen wir weiter zum 2. Mai, den Ohne-Hose-Tag. Und ja, absolut, der Tag ist so genial, wie er klingt. Am ersten Freitag im Mai sollen möglichst viele Menschen auf der ganzen Welt keine Hose tragen und dabei so tun, als ob es das Normalste der Welt wäre. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich da mitmache. Ist das was für euch? Oder habt ihr schon mal jemanden ohne Hose in der Bahn getroffen? Schreibt's mal in die Kommentare. Am 3. Mai ist neben dem Tag der Pressefreiheit, gute Sache übrigens, auch noch der Tag der Sonne. Dieser Tag feiert die große Bedeutung unserer Sonne für den Planeten Erde. Und machen wir uns nichts vor, ohne die Sonne läuft bei uns nichts. Wir würden einfach mal nicht existieren. Auch wenn die Sonne mit ihrem Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometer, etwa 109-facher Erddurchmesser, im Vergleich zu anderen Sternen nur läppischer Durchschnitt ist, ist die Sonne doch echt eine super Sache. Also Respekt an dich, Sonne. Wir bleiben thematisch im Weltraum, denn am 4. Mai ist der Star Wars Tag. An diesem nicht ganz so offiziellen Feiertag feiern Star Wars Anhänger auf der ganzen Welt die Filme von George Lucas, die wunderbare Geschichte von Gut und Böse. Dieser Tag wurde eingeführt, weil das englische Datum, May the 4th, sich genauso anhört wie May the Force be with you. Auf Deutsch, möge die Macht mit dir sein. Nächstes Jahr kommt ja Episode 7 raus, der ich etwas skeptisch gegenüberstehe. Was ist denn euer Favorite? Eher die Originaltrilogie oder die neuen Filme? Lasst doch gerne einen Kommentar da und natürlich bewerten nicht vergessen, denn hier ist diese Folge auch schon vorbei. Abonniert mich doch, sofern ihr das noch nicht habt und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge vom Quatschkalender. Haut da rein, euer Hacki.